So, liebe Leute, da sind wir wieder. Ja, letztens hatten wir noch hier das Volk befreit von fiesen Kreaturen und jetzt sind wir endlich aber auf der Suche nach unserem Greifvogelmännchen. So, ja, den Make-Punkt haben wir schon gesetzt gehabt und dann würde ich auch mal sagen, hey ja. Ach, ich find's einfach geil, wenn das hier Tag ist in diesem Spiel. Das sieht einfach so mega aus, Mann, diese Grafik, ey. Junger Vater. Da werde ich aber langsam ein bisschen wild hier. So, weg da aus dem Weg. Mach Platz, ich habe Wichtiges zu tun. Pisst euch, pisst euch. Komm schon. Leute mal, trinkst du ein Gläschen mit mir? Ich heiße jetzt Derva. Derva. So. Jetzt sind wir doch. Na, komm schon. Wir sprechen jetzt mal mit Wesemir und starten mal diese Quest. Ja? Was ist denn, Wolf? Ich war mit dem Greifenvertrag beschäftigt. Und? Ich bin bereit. Warten bringt nichts. Suchen wir einen guten Ort für einen Hinterhalt. Ich weiß schon einen. Die andere Flussseite. Da sind Felder und ein Wäldchen. Viel Platz und weit genug weg, dass uns niemand in die Quere kommt. Gut, wir treffen uns dort. So, bereite dich auf den Kampf gegen den Greifen vor, indem du den Trank Donner herstellst. Klicke Pad, um das Menü zu öffnen. Ich sage immer Pad zu diesem schwarzen Ding auf dem Controller. So. Ja. Trank herstellen. Navigiere zum Alchemiefenster. Zum Herstellen eines Gegenstands benötigst du die richtigen Zutaten. Hab ich die? Kann verwendet werden, um Fertigkeiten zu verbessern, einen Mutagen-Absurd herzustellen. Was? Okay. Rezept auswählen. Das soll ich jetzt herstellen, habe ich aber 0 von 3. Okay, und die Alkohest. Donner. Ah, okay. So, dann drücke ich mal auf X, um herzustellen. Batsch. Tränke müssen im Inventar ausgerüstet werden, damit du sie im Spiel einsetzen kannst. Super. Super. Ach, jetzt kann man hier direkt navigieren zum Inventar mit L1. Sehr schön. Du hast einen Hexentrank, doch musst du ihn aufrüsten, wenn du ihn verwenden willst. Navigiere. Okay. Hier ist der Donner. Platz auswählen. Okay, cool. Jetzt kannst du diesen Trank im Spiel verwenden. Drücke hoch, auf den ersten Platz zum Aktivieren oder runter, um den Trank auf den zweiten Platz. Ah, okay. Okay, perfekt. Hier siehst du aktuell ausgerüstet Gegenstände. Ja, ich habe es kapiert. Gegenstände aktuell im Besitz finden. Ja, habe ich auch kapiert. Gegenstände filtern mit Hilfe. Kannst du. Okay. Hier findest du Informationen, wichtigen Charakterwerten. Okay. Ja. Jetzt habe ich doch eigentlich alles verstanden. Passt soweit. Okay. Jetzt haben wir den Donner. Und reiten wieder los. So. Oh, ich freue mich drauf. Ich bin echt gespannt, was jetzt gleich geht. Ich erwarte viel. Ich erwarte wirklich viel von dem Greifen. Bin ich mal gespannt, ob ich den überhaupt pack. Mir wurden ja mehrere Optionen genannt, von wegen, ich sollte mich aufrüsten. Wurde mir geraten und so weiter. Habe ich aber vorhin noch nicht geschnallt. Und da sagen wir jetzt einfach mal Scheiß drauf. Und wir legen jetzt mal eine Falle. Beweg dich! Ein Fluss, goldene Getreidegarten, charmanter Ort. Ideal für einen Hinterhalt. Ich weiß, worauf ich achten muss. Und? Bereit? Fangen wir an. Der Wind steht gut, der Ködergeruch wird sich rasch verteilen.
Jetzt müssen wir nur noch warten. Komm, wir verstecken uns im Schatten dieser Birken. Oh, geil, ich freue mich. Sag mal, wenn wir Yennefer finden, was machst du dann? Hast du einen Auftrag im Sinn? Nein, ich gehe nach Kaer Morhen. Bisschen früh für die Winterpause. Der Schnee ist noch weit weg, ja. Das ist ja das Problem. Nilfgaard hat den Ponta im Osten überquert. Sie sind also etwa 7 Tagesmärsche von Kaer Morhen entfernt. Erreichen Sie das Tal, bevor die Pässe eingeschneit sind? Nun, wir müssen unsere Spuren verwischen, unsere Wege vertuschen. Wo wir vom Wintereinbruch reden, meinst du, du kommst dieses Jahr? Vielleicht. Vielleicht mit einem Gast. What the fuck? Sieht voll gruselig aus, Mann. Er ist ganz nah. Heißen wir ihn herzlich willkommen. Warte. Und dies. Eine Armbrust? Im Kartenspiel gewonnen, während du durch die Gegend geturnt bist. Könnte noch nützlich werden. Ein Hexer mit einer Armbrust? Räumen wir mit den Traditionen auf? Hör auf zu reden. Wir müssen einen Greif töten. Komm her, du! Scheißgreif, ey! What the fuck? Bleib stehen! So, wie rüste ich die jetzt aus? Oh, verpiss dich! Oh, Frame-Einbrüche an dieser Stelle. Komm schon, komm schon! Scheiße, scheiße. Wow. Wow, what the fuck? Das war hart, Mann. Scheiße, 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 scheiße. Doch nicht so leicht, wie ich gedacht habe. Wie rüste ich denn die Armbrust aus, Mann? Fuck auf, du Scheißgreif, Mann. Was mache ich mit dem Donner? Was bringt das eigentlich? Oh, der andere macht gar nichts, Mann. Wesentlicher Stricher, mach mal was. Scheiße, wie rüste ich jetzt die Armbrust aus? Lass ihn nicht entwischen. Halt deil ab, Alter. Oh, fuck. Schnell, wo ist mein Pferd? Schnell. Wo ist es, Mann? Hexersinne aktivieren. Ach ja, genau, da ist dann die Spur. Ein guter Freund von mir hat mal gemeint, Hexersinne sieht aus wie ein Trip auf LSD. Schönen Gruß an dich an dieser Stelle, Andy. Und fuck, man, jetzt verfranze ich mich ja auch noch, weil ich hier so einen Scheißdreck laber, ey. So, jetzt aber. Blutet! Wird bald schwächer. Wo? Wo? Ah, da. Der trifft nicht. Fuck, fuck. Mann, ich weiß immer noch nicht, wie ich die Drecksarmbrust ausrüste. Mann, das wäre doch jetzt so praktisch hier. Verdammte Scheiße. Boah, shit. Okay, okay, das ist für mich das Zeichen, mal ein bisschen Abstand zu nehmen von dem Viech. Fuck. Peinlich, erstmal flüchten hier.
Lass mich doch ohne Scheiß greifen. Ich wollte dir nie was tun. Ne? Ich hab Schiss ins Inventar zu gehen und nach der Armbrust zu gucken, Mann. Bevor mich das Ding hier packt, ey. Das waren jetzt ein paar harte Schläge, würde ich mal sagen. Oh nein, 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 halt deine Fresse, verdammte Scheiße, Mann. Oh, wie bad, Alter. Fuck off, Mann. Ich hasse sowas, Alter. Oh, Gottes Willen, ey. Ja. Jetzt sind wir auch zum ersten Mal gestorben. Ist auch scheiße hier einfach. Weiter so, Plätze. Ach so, das war jetzt der Moment. Ach, das ist aber wenigstens geil, dass es hier so quick saved. Nicht so wie bei fucking Bloodborne, ey, obwohl das Spiel der Wahnsinn war. Das hat mich so angekotzt, dass man es jedes Mal wieder von vorne machen musste, Mann. Naja, okay. Wenigstens sind wir jetzt wieder hier. Und jetzt packen wir uns den Scheißgreif, Mann. Ich weiß nicht, ob es jetzt auch gerade pausiert, wenn ich im Ding drin bin hier. Inventar. Die Armbrust ist ausgerüstet, ja, und wie nehme ich die, Mann? Wie nehme ich die denn, verdammte Scheiße? Fuck, Mann. Was war das jetzt hier? Was habe ich denn jetzt hier gemacht? Mann, ich weiß nicht, wie ich die Waffe auswählen kann. Lalala. Komm schon, ich hab dich gleich, ich hab dich gleich. Komm, einschnappen. Bam, Alter. Ja, es tut mir leid. Aber ich musste es tun. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Auch wenn du noch dies und das verfeinern könntest. Ja, danke. Blöd daneben stehen und nichts tun, ey. Wesen mir, Alter. Ich bin enttäuscht von dir. Zum Beispiel... Der vertikale Aufwärtsstreich. Zu offensichtlich. Später mehr dazu. Bring den Schwarzen den Greifenkopf. Ich mach die Pferde bereit. Treffen wir uns in der Herberge. Jetzt muss ich ihn auch noch enthaupten, oder was? Als hätte er nicht schon genug ertragen, der Arme. Mann, oh Mann. So, was haben wir denn hier alles? Rohes Fleisch, immer gut. Durchdrungener Staub. Ja. Oh. Greifertrophäe. Greifentrophäe. Ja, pack dir den Head, Alter. So, ich würde mal sagen, wir schauen uns das Ganze jetzt mal hier kurz an. Ja, da war er wohl mit dem Kopf nicht bei der Sache. Oder so irgendwie. Und da hängt dann der Kopf am Ding, Pferd dran. Geil gemacht, auf jeden Fall. Okay. Beweg dich! Richtig nice, wie es da so dranhängt, ey. Hammer, ey. Dieses Spiel ist da Wahnsinn, verdammte Scheiße. Das muss ein Ort der Macht sein. Ort der Macht? Checken wir mal kurz ab, was ist denn ein Ort der Macht? The fuck, man. Oh.
Na komm schon. Wo ist es hin? Das ist wieder so eine Befreiungsaktion. Das kann so nicht gewesen sein. Komm schon, komm schon. Okay, dann scheiß drauf. Na, bleib doch nicht hier hängen, Mensch. So, boah, ich muss kurz stehen bleiben. Schaut es euch an, ey. Verdammt. Gott sei Dank sind wir jetzt in diesem Zeitalter, wo die Grafik nur noch Wahnsinn aussieht, ey. Hammergeil. Es wird nicht mehr zurückgestuft, kann man sagen. Beziehungsweise schon, aber das kaufe ich mir dann nicht. Hust, hust. Gott sei Dank wurde mir das gerade übersetzt, sonst hätte ich echt nicht gewusst. Ah. Was geht hier ab? Ein paar Liegestütze. Schön, schön. Greif weiter in, Bruder, dann kannst du den Trizeps mehr traktieren. Sehr schön. Kniet nieder vor mir. Macht 40.000 Liegestützen. Barbaren. Antoine Insider an dieser Stelle. Okay. Warte mal, hätte ich jetzt vielleicht mit dem Pferdchen hoch sollen irgendwie, weil er doch den Kopf hat? Ja gut, kann man nichts machen. Was zum Teufel ist das? Roggen. Hältst du mich für blind oder blöd? Dieses Getreide ist verdorben. Das wusste ich nicht. Für blöd also? Verdammt, ihr lernt es nie. Militärkodex Artikel 2 Abschnitt 3. Auf die Lieferung schadhafter Güter stehen 15 Knutenhiebe. So soll es sein. Nein, bei den Göttern, nein! Was? Ich habe meinen Teil der Abmachung erfüllt. Wo ist Yennefer hin? Nach Vysima. Dann war sie die ganze Zeit nur eine Tagesreise entfernt. Vor meiner Nase. Das hättest du gleich sagen können. Ja, hätte ich. Aber dann hättest du den Greifen nicht getötet. Wie du mir. Halt! Wir sind noch nicht fertig. Dieses Gold gehört dir. Damit du nicht sagst, du wärst unzureichend entlohnt worden. Ja, das nehmen wir auf jeden Fall mal an. Oh, jetzt wird er ausgepeitscht, oder? Das muss ich mir reinziehen. Das muss ich mir reinziehen. Wo ist es? Wo ist es? Wo ist es denn? Ich will das sehen. Verflucht wild. Hat mir schon wieder die Runde von den Bäumen gefressen. Heil, Herr Seer! Kann ich das von hier oben vielleicht sehen? Na wo? Aha. War's doch hier. Alter, das will ich mir reinziehen. Ich will mir reinziehen, wie er geschändet wird. Der Stricher. Weil er Roggen verschüttet hat. Eine Frechheit. Abgeschlossen. Scheiße, kann ich mir das nicht reinziehen? Naja. Okay, komm. Scheiß drauf. Bereite dich mit Wesemir auf den Abbruch aus Weißgarten vor. Ja, könnte ich machen. Der Kaiser wird uns führen. Okay, machen wir auch. Raus hier. Ups, 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 ups. Nicht so weit.
So, wo müssen wir denn jetzt hin? Runter nach Weißgarten. Verfügbare Quest. Okay, ich würde sagen, wir machen aber noch ein paar Quests, bevor wir uns aus Weißgarten verpissen. Denn wie gesagt, ich möchte ja nicht nur stumpf hier die Hauptmission machen. Ich möchte ja auch ein bisschen was von dem Ganzen hier erleben. So, okay. Reiten wir mal hier zu der Quest. Komm, Plätze. Wo bist du denn? Ich behalte dich im Auge. Ja, ich dachte, ich sollte den Kopf jetzt abgeben bei dem. Aber irgendwie doch nicht. Na gut, scheiß drauf. Komm, mein liebes Offroad-Pferd. Lass mal abgehen, ey. Ja, sehr schön. Ich muss auch gar nicht lenken. Der steuert ja von alleine manchmal. Ich glaube, das hatten wir am Anfang schon mal irgendwie rausgefunden. Ich habe es bis jetzt nur vergessen gehabt. Und aus dem Weg da. War das schon hier? War das schon hier der Ort, wo wir hin mussten? Ja. Okay, und wo ist jetzt hier was zu tun? Runter vielleicht? So. Reden wir mal hier. Ach ja, da ist dann das Ausrufezeichen. Bedeutet, dass wir hier eine Quest verfügbar haben. Schlüssel verloren, meine Liebe? Nein, nicht den Schlüssel. Meine Pfanne. Die Hütte steht leer. Stand sie jedenfalls bis zum Abend vor der Schlacht. Dann lief ein Mann da rein, der tat, als gehöre ihm alles. Stand später an meinem Fenster und lugte hinein. Muss mich gesehen haben, denn als nächstes kam er direkt auf mich zu. Da schnappte ich meine Pfanne zum Schutz. Aber er sagte nur höflich, meine Liebe, hättest du wohl etwas Birkenrinde oder Blaubeeren, vielleicht auch ein paar Kohlen? Ich sagte, nein. Und du bist ja verrückt, dass du die Leute nachts um solchen Schnickschnack bittest. Aber ich sah, dass er gar nicht zuhörte. Er starrte auf die Pfanne wie eine Elster auf den Kopf. Was labert die, Mann? Leih sie mir, Mütterchen. Ich geb sie dir morgen wieder. Da hab ich gestaunt. Was will er denn nachts braten? Aber ich hab ein gutes Herz. Da hab ich sie ihm gegeben. Sehr schön. Bin ich zufrieden. Interessant. Und was geschah dann? Vor Tagesanbruch kam noch ein anderer angeritten. Aber morgens brach nur der erste Mann auf, verschloss die Tür, sprang auf sein Pferd und ich habe weder ihn noch meine Pfanne wiedergesehen. Sie war alt und verrußt und nicht viel wert, schätze ich. Aber eine andere habe ich nicht. Willst du mir nicht helfen, Jungchen? Einer alten Witwe die Pfanne zurückbringen? Ich kriege diese Tür nicht aufgebrochen. Und ich habe auch Angst. Es stinkt so schlimm. Ich glaube, der andere Kerl, der liegt da noch drin. Mein erster Pfannenauftrag. Gut, ich gehe mal rein und sehe mich um. Du solltest lieber hier warten. Nur für den Fall. So, jetzt bin ich aber mal gespannt. Etwas blockiert die Hüttentür, setzt deine Hexersinne ein, deine LSD-Sinne ein, indem du L2 gedrückt hältst. Einige Objekte können zerstört werden, indem du sie mit dem Symbol... Was? Sie sind mit dem Symbol markiert. Wenn du ein Objekt zerstören willst, das deinen Weg blockiert, stell dich davor, wirke das Artzeichen. Du kannst auch mit dem Schwert drauf einschlagen, aber so lassen sich nicht alle Objekte zerstören. Stell dich davor und wirke das Artzeichen. Was ist denn dein Artzeichen? Eine weitere Möglichkeit besteht darin, eine Karpätsche auf das Objekt zu werfen, aber Vorsicht, dass du von der Explosion nicht verletzt wirst. Okay. Ja, was ist denn jetzt Art, Mann?
Zerstöre die Tür, betritt die Hütte. Ich box mal drauf ein. Das war wohl nix. So. Hier ist doch niemand, oder? Eine Leiche. Das erklärt den Gestank. Eine Leiche? Jetzt tun wir hier erstmal alles plündern. Silberbarren, geil. Erstmal alles plündern, bevor wir hier zu der Frau wieder gehen. Stahlblech, Schweinehaut. Gegenstand Schemas. Bring Schemas zu Handwerkern mit den entsprechenden Fertigkeiten, damit sie Gegenstand für dich herstellen. Ach, okay, deshalb ging das damals auch nicht mit dem Herstellen. Ich wusste doch, das lässt sich alles noch aufklären. Rezeptäther. Untersuchen, das ist die Pfanne. Moment, Moment, bevor ich die nehme. Ach, da ist die Leiche übrigens. Hat die vielleicht was für mich? Seine Kehle. Er wurde erdrosselt. Dann einige alte Narben. Wie bei einem Soldaten. Seine Kehle. Er wurde erdrosselt. Dann einige alte Narben. Ja, okay. Wie bei einem Soldaten. Mich gerade verklickt. Und wenn ich mit mir selbst rede, heißt es, ich wäre übergeschnappt. So, gibt's hier denn eigentlich noch irgendwas? Was sind das alles für Sounds hier? Jägerhose. Oren. Verwesendes Fleisch, ich hoffe nicht von der Leiche. Na. Wo war's denn jetzt? Hier. Ach so. Der gute alte Hexer wieder. Hat er wieder seine Skills zur Schau gebracht. Einmal kurz mit dem Finger schnipsen und zack, die Bude brennt. Naja. Okay, jetzt hier noch. Ich sammle jetzt einfach mal alles in diesem Spiel ein, was ich hier so finden kann. Ich weiß zwar nicht, man kann ja nie wissen. Ah, die unbezahlbare Bratpfanne. Sauber geschrubbt. Der geheimnisvolle Mann hat wohl weniger die Pfanne gebraucht, als vielmehr den Ruß zum Tinte machen und Briefe schreiben. Hast du die Pfanne gefunden, ja? Vielleicht, vielleicht nicht. Quest verfolgen. Ja. Oh, da war noch eine Truhe, oder? Nee, nur eine Sitzgelegenheit. Oder sowas in der Art. Okay. Ja. Das war's doch jetzt, oder? Hier, deine Bratpfanne. Meine? Aber die war völlig verrußt. In dieser hier könnte ich mich spiegeln, wenn ich wollte. Aber die Zeiten sind lang vorbei. Der Mann hat den Ruß gebraucht. Er hat ihn abgeschabt, um Tinte daraus zu machen. Und der andere Mann? Er ist tot. Ruf ein paar Jungs und begrabt ihn beim Dorf. Aber tief, damit die Leichenfresser ihn auch nicht ausgraben. Ich rate euch gut, sagt den Schwarzen nichts von der Sache. Warte mal, du hast dir ein Zeichen meiner Dankbarkeit verdient. Hier, Söhnchen, für die Reise. Ich brate mir einen Weißfisch zu essen. Oder einen echten. Ach Gott, 10 Erfahrungspunkte. Und 5 Bratäpfel. Und 5 von Brot. Ja, okay, ist ja ganz cool eigentlich. Und Apfelsaft auch noch. Sicher. Und komm schon, noch was? Nö. Okay, wunderbar. Damit können wir uns dann wieder heilen, wenn wir wieder ins Gefecht gehen sollten. Und jetzt würde ich sagen, beweg dich. Wir beenden diesen Part hier an dieser Stelle. Und ja, Andi, danke wieder fürs Zuschauen. Ich weiß ja nicht, wer mir sonst noch zuschaut. Wahrscheinlich niemand, beziehungsweise vielleicht 1-2 Personen. Und hinterlasst mir noch einen Kommentar. Hinterlasst mir doch einen Kommentar, wenn euch das gefallen hat, was ich hier mache, und zeigt mir ein bisschen, dass sich das lohnt. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Teil. Bis dahin, Leute, haut rein, Mann. Ciao.